So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig. Ich habe noch ein paar von die alten Vaiana Sticker Booster. 10 Booster Tütchen habe ich noch hier. Aber da ich sie ja hier liegen hatte, habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht sind da draußen ja doch einige, die Interesse daran noch haben. Und ja, ich habe sie, glaube ich, vor über ein Jahr das Sticker Album geöffnet, also ungeboxt und natürlich die Sticker Tütchen. Hier habe ich noch 10 Stück gefunden, werde ich natürlich jetzt vor die Kamera öffnen. Vielleicht ist ja da draußen der eine oder andere, der gerne noch ein paar Sticker-Motive von Vaiana sehen möchte. Sind von Disney, rausgekommen von Panini, wer sich dafür noch interessiert. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt die 10 Sticker-Booster jetzt öffnen. Ich hoffe, ich kann euch ein paar Sticker-Motive zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber sind ja vor über ein Jahr rausgekommen. Deswegen glaube ich mal nicht, alle Sammler haben ihr Sticker-Album wahrscheinlich schon voll und kennen alle Sticker-Motive. Aber ich wollte die jetzt auch noch mal eben öffnen. Und da habe ich mir gedacht, öffne ich sie mal für die Kamera. Vielleicht ist ja da draußen der ein oder andere, der gerne die Sticker noch sehen möchte. Schreibt mir natürlich alles in die Kommentare, wenn ihr sie gesammelt habt, ob ihr euer Sticker-Album voll habt und alle anderen natürlich auch, wie sie euch gefallen, was ihr davon habt. Haltet oder gehalten habt, weil sie sind eben älter. Aber trotzdem, auch die Älteren, wisst ihr ja, boxe ich immer wieder mal an, ob Booster, ob Stickertütchen. Oh, da sind aber, was ist das denn hier? Gar nichts? Ein Tattoo? Ah, T11. Ziemlich dick. Und ihr wisst ja, wenn es euch zu schnell geht, drückt ihr immer wieder auf Pause. Aber eben nur mal 10 Booster-Tütchen. Dauert immer was und ihr kennt ja meine Lieblingsvideozeit. Die werde ich zwar jetzt ein bisschen überschreiten, aber ihr kennt das ja. Immer wieder auf Pause drücken, wenn euch das eine oder andere Motiv gefällt. Auch so wie interessant aussehen, halte ich ein paar Sekunden länger in der Kamera. Aber nichtsdestotrotz zählt ja alles das, was immer zählt, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber gesammelt habt und wer die gerne noch sammeln möchte. Ich versuche immer unter ein Video zu verlinken, wo es die sicher und bequem zu bestellen gibt. Günstiger könnte natürlich jetzt sein, weil sie sind ja älter. Gekostet hat ein Tütchen, ich glaube auch 70 Cent. Deswegen schaut immer wieder meinen Link rein. Vielleicht passt es ja für euch. Ja, ein paar Motive sind hier dabei, die interessant sind. Und nein, ich kenne den Film nicht. Falls jetzt die Frage aufkommt, kennst du wenigstens den Film? Nein, ich kenne ihn nicht. Könnt mir ja mal drüber, weil das ist ein Film. Aber ich glaube, der kommt jetzt auch im Fernsehen. Vielleicht werde ich mal reinschauen. Ja,
Er soll ja doch gut gewesen sein. Oder schön. Ups. So, und das ist es nun. Mein letzter Sticker-Booster. Für heute, für lange, 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 lange Zeit. Ich habe keine mehr. Ich hatte nur 10 Stück davon gehabt. Ich werde mir auch keine mehr kaufen, weil die kamen ja vor über einem Jahr raus. Wo ihr sie natürlich sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich unter ein Video zu verlinken. Ansonsten schreibt mir alles darüber, ob ihr die gesammelt habt, vollständig euer Stickeralbum ist. Ui. Karten verfolgen mich auch jetzt. Das ist jetzt T10. Auch ein witziges Motiv. Also, das waren sie jetzt. Meine letzten 10 Vaiana Sticker Booster. Vielleicht für immer, vielleicht aber auch, puh, wer weiß, tschüss schon. Ansonsten schreibt ihr mir alles in die Kommentare. Ich sag mal wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.